Hallihallo und willkommen zurück zu Lasst uns Nate retten bei Let's Play the Book of Unwritten Tales. Wir haben letztes Mal Nate hier eingesperrt mit dem Rad und wie uns das genauer helfen wird, ihn zu befreien, sehen wir nämlich jetzt, indem wir mit Ivo die letzte Steintafelkombination einstellen und auf den Knopf drücken. Das ist irgendein Blatt. Das hier, dann der komische Tannenzweig. Wo auch immer der ist, auf der hier. Der Seestern. Oder Stern oder was auch immer. Und unten nochmal der komische Ast. Man kann glaube ich übrigens links und rechts drehen. Ich drehe immer nur rechts, weil ich bin einfach zu doof, links zu drehen. Oh, stimmt das überhaupt? Nein, gar nicht. Da gehört der andere Ast. Der nicht, der auch nicht. Okay. Irgendwie fehlt mir hier der Ast. Ah, der ist das. Der sieht nur komisch aus. Irgendwie. Ah, okay. So. Kalt. Nass. Oh, Wasser. So funktioniert das also. So, jetzt klettern wir mit Nate drauf und kommen hier jetzt hoffentlich dann zu den anderen. Heute geht es übrigens in den Teil des Tempels, wo wir dann nur mit einer Person rein können. Also das, worum es in der komischen Wahl auf meinem Channel gegangen ist. So, jetzt machen wir folgendes. Gehen wir mit allen drei in den Brückenraum. Ich weiß nicht, ob die anderen dazu automatisch folgen. Ich glaube nicht. Okay, dann wechseln wir zu Ivo und stellen sie auch in die Brückenraum. Das dauert leider etwas. Und Wilbur kommt auch mit. Wenn er sich dazu genehmt. Okay. Also. Hier drücken wir. Hier setzen wir mit Ivo zuerst mal alle drei Kristalle ein. Also die restlichen zwei, einer ist ja schon drinnen. Einfach hier reinsetzen. Ja klar, sie wundert sich natürlich, dass sie genau reinpassen. Wer hätte das gedacht? Genau das gleiche wie drüben. Ja, genau. Und jetzt. Genau. Wenn man hier angreift, dann fangen die an zu leuchten. Und da wir mit Wilbur durchgehen wollen, und ich natürlich schon weiß, dass in der Mitte aufgeht, werden wir mit Wilbur als letzter hier in der Mitte drücken. In diesem Tor steckt ein Kristall. Ja, dann drück halt mal drauf. Endlich geht es weiter. Das Tor bleibt nur so lange offen, wie alle drei Kristalle berührt werden. Genau. Das heißt, nur derjenige, der an dem Tor steht, kann es passieren. Und wer soll gehen? Das ist die Frage. Ich bin so klein, dass ich überall durchkriechen kann. Und Captain Nate ist stark. Und Ivo ist sexy. Wie sollte uns das helfen? Ich weiß nicht. Ich wollte es nur erwähnt haben. Okay, wir gehen mit Wilbur. Soll ich wirklich? Natürlich. Wünscht mir Glück. Ich finde einen Weg, wie man das Tor von der anderen Seite aus öffnen kann. Viel Glück. Ich passe auf dich auf. Mutiger kleiner Kerl. Allerdings. Und was machen wir beiden Hübschen jetzt so ganz alleine? So, und jetzt geht's in den zweiten oder in den hinteren Teil des Tempels. Hier kann man, wie gesagt, nur mit einem Charakter, also pro Spieldurchlauf nur mit einem Charakter rein. Und je nachdem, mit wem man hier ist, muss man die Rätsel geringfügig anders lösen. Es ändert sich nicht also allzu schön, viel. Elbor. Jetzt liegt es an dir. Gut. Wir sehen uns einmal, also den Ausgang brauchen wir jetzt nicht ansehen, der ist natürlich verriegelt. Eine Art Brett? Es ist durchgebrochen. Na, dann einfach mal aufheben. Das ist doch kein Brett, das ist ein Paddel, oder? Die Eisenstange sieht verflucht schwer aus und sie steckt zwischen den Steinen fest. Können wir sie vielleicht mitnehmen? Ich schaffe es nicht!
Okay, also mit Nate würde das natürlich gehen. Also deswegen hat Wilbur auch erwähnt, dass Nate etwas stärker ist. Dann schauen wir uns einmal das Ruderboot an. Ein Wasserfahrzeug mit einem Skelett? Okay, das bringt uns nicht allzu viel weiter. Schauen wir uns das mal die... Das sind einige schöne, runde Steinchen. Genau, schauen wir uns mal die Steinchen an. Und am besten gleich welche mitnehmen. Und dann geht's hier weiter zu dem komischen Altar oder was auch immer das sein soll. Fühlt sich an wie vergammeltes Essen. Vielleicht Opfergaben? Was ist das? Eine Dose. Ölsardinen steht drauf. Gab es im Mittelalter schon Dosen? Ja, wie auch immer. Ich glaube, hier soll man wieder die Kristalle einsetzen. Vielleicht könnte ich alleine beide Kristalle berühren, wenn sie in den Halterungen sind. Vielleicht, wenn ich mich ganz lang mache. Ich glaube nicht. Wir müssen uns nochmal den Altar ansehen. Schleimig, schimmelig, glitschig, klebrig. Hart? Was? Oh. Eine Steinscheibe. Ja, das nehmen wir natürlich mit. Ah, schauen wir uns nochmal die Tür an. Ob sich dahinter die Schatzkammer mit dem Artefakt befindet? Oder nur weitere Türen und Tore? Na, ich glaube, da ist schon das Artefakt. Ui, zwar waren die Steinmetze nicht so begabt wie die der Zwerge, aber die Figur ist schon beeindruckend. Ja, finde ich auch. Ist zwar irgendwie komisch, wenn man eine Tür hat, die das Maul eines Monsters ist und man noch durchgehen ein Tor. Muss. Es ist unscheinbarer als die anderen beiden. Aber macht ja nichts und gehen wir mal durch hier. Es lässt sich nicht einfach aufdrücken. Tja, was machen wir da? Oh, ich habe schon eine Idee. Wilbur Wetterquarz, Meisterdieb. Ich dachte, Meister Zauberer. Oh, ein Raum voller Maschinen. Was auch immer. Oh, ein Knopf. Es könnten alle nur erdenklichen Unglücke passieren, wenn ich diesen Knopf drücke. Gleich mal ausprobieren. Oder nichts. Oh, das passiert doch einfach gar nichts. Dann schauen wir uns... Habe ich es mir doch gedacht. Hinter allem hier im Tempel steckt gute alte Gnomentechnologie. Hier gibt es eine kleine Schublade. Da liegt eine Steinscheibe drin. Genau. Und dann gibt es hier noch einen Zylinder. Eine Art abgerundeter Zylinder aus Metall und mit Steinkappen. Ziemlich massive Konstruktion. Einfach mal nehmen. Bin mir sicher. Das Rohrpost. Okay. Gnome-Tech-Tempel-Kontrollsystem 1000 TM. Die Firma gibt es schon lange nicht mehr. Sie hatte sich auf die technische Ausstattung untergegangener Tempel spezialisiert. Fallen, Flüche, komplizierte Türen, so ein Kram. Aber heutzutage gehen ja kaum noch Tempel unter. Schade. Was ist das da hinten? Das ist eine großartige Gnomenerfindung, schätze ich. Dann gibt's hier noch etwas. Zwei Steinscheiben mit einem Schaft in der Mitte. Die untere Scheibe ist größer als die darüber. Es sieht aus, als würden Scheiben fehlen. Auf den beiden Scheiben sind Symbole eingeritzt. Die sagen mir nichts. Okay, wie wir sehen können die zwei Steinscheiben sind nicht identisch. Also die schauen nicht genau gleich aus. Eine hat in der Mitte eher so braune Abschürfungen und eine nicht. Und wenn man die Pyramide hier betrachtet, dann werden wir natürlich diese Steinscheibe hier zuerst drauflegen. Und dann die kleine oben drauf. Wobei kleine eher relativ passt, ist. Perfekt. Ist, nachdem man hier nicht genau sieht, wie groß die sind. Und jetzt passt das die zweite natürlich auch. Die vier Scheiben übereinander sind jetzt genauso hoch wie der Schaft in der Mitte. Das kann doch kein Zufall sein. Also gut, mal schauen. Das sind keine Gnomenzeichen, sondern dieselben Symbole, die hier überall zu finden sind. Was bedeuten sie wohl? Das ist eine gute Frage.
was die bedeuten und was die bewirken vor allem, das sehen wir allerdings erst nächstes Mal. Also da heißt, Let's Play The Book of Unwritten Tales. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß.